Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Clicker Heroes, werte Freunde des exorbitant ausufernden Semi-Nichtstuns. Ich sollte mir angewöhnen, früh ins Bett zu gehen. Das wäre ganz gut. Aber ich musste Stranger Things einfach noch zu Ende gucken. Und ich kann jetzt sagen, ich finde es super. Sehr, sehr großartig. Das Ding hat einmal fett Stephen King quer rüber geschrieben. Also so, das steht einmal so komplett über die ganze Serie gekrickelt. Und das finde ich ziemlich fantastisch. Doch, kann man sich definitiv mal angucken. Also, wenn man mit Stephen King Büchern was anfangen kann, dann sollte man definitiv Stranger Things gucken. So, und man sollte auch definitiv Skills einsetzen, um noch ein paar Meter vorwärts zu kommen und dann ascenden. Das ist eine gute Sache. Ich weiß nicht, warum ich Astrea gegildet habe, hätte ich mir total schenken können. Ich habe irgendwie dann so Gedanken verloren beim Stranger Things gucken, immer weiter Samurai gelevelt. Also, ja, hier noch ein Level drauf, Und dann stellte ich fest, so, sag mal, der ist hier irgendwie Level fast 6500, kann ich nicht langsam... Oh, ich kann längst Moloch, ja, okay. Das hat niemand gesehen. Die Musik macht mich gerade ein bisschen fertig. Wir kommen allmählich wieder an den Punkt, wo Bench total fertig ist. Nein, wir kommen allmählich wieder an den Punkt, wo wir am Ende der letzten Transcension waren. Da haben wir irgendwie... Highest Zone Ever liegt bei 3800 noch was. Das ist nicht mehr so weit weg. So... 3 bis 4 Ascensions. Mal gucken. Da geht auf jeden Fall noch was. Also im Moment ist, glaube ich, ich hatte noch mal einen Blick in den Calculator geworfen. Ich glaube, unser Primal Reward Cap erreichen wir im Moment bei Zone 4400 oder so. Irgendwie so um den Dreh. Also von daher, da muss eh noch ein bisschen was getan werden, aber wir leveln ja Solomon und so auch noch. Also da geht halt auch noch ein bisschen was. So, prinzipiell würde ich eigentlich... ist auch wurscht. Schaffe ich die 3375 noch? Wahrscheinlich nicht, während Lucky Strikes noch aktiv ist, befürchte ich. Oder? Doch, tatsächlich. War aber nicht Primal, oder? Ja, und 2 Rubine. Nehmen wir auch ganz gerne mit. Läuft. Wie lange hält denn das eigentlich im Moment? Bis 19... 20? Ah, okay. Also es hält ungefähr bis der Countdown bei 1922 ist. Ja, das war doch soweit ganz nett. Dann einmal Gills auspacken. Jo. Und dann... Hat niemand gesehen. Dann senden wir. Ah nein, Moment. Senden wir. Ich habe hier nämlich noch so ein paar Hero Soul Belohnungen rumliegen. Also 192% von der Quick Ascension ist schon. Und 84% von der Quick Ascension. Also 84% von der Quick Ascension, ich überlege eher. Wenn ich jetzt ascende und dann Solomon level, steigt der Wert ja auch. Und damit auch das, was ich hier kriege. Also macht das auf jeden Fall Sinn. Ich frage mich nur, ob ich das hier auch jetzt direkt einlöse oder das bis zum Ende der Transcension aufhebe, um dann nochmal entspannt irgendwie eine Ancient Soul mehr abzugreifen oder zumindest die Hälfte davon entspannt mitzunehmen und dann eben nur noch 1, 2 Ascensions dranhängen zu müssen für noch eine Ancient Soul extra. Das ist eben so die Sache. Ich bin mir... nicht sicher, ob es wirklich sinnvoll ist, das jetzt einzulösen oder da wirklich, also weil man, wenn ich es jetzt einlösen würde, würde ich eben auch mehr, ich nenne es mal Momentum irgendwie kriegen, also halt mehr Schwung aufnehmen und halt ja schneller weiterkommen. Ich weiß nur nicht, ob
sich das am Ende ausgleicht, ob es total egal ist oder ob es theoretisch besser ist, das früher oder später einzulösen. Das ist im Moment so, nee. Wir senden aber trotzdem. Speichern kurz. Das ist ja auch irgendwie die Standardroutine. Nehmen mal den Schuh hier raus. Sätze, die ich nicht auf dem Dixie hören möchte. Wir nehmen mal den Schuh hier raus. Hier ist eine verkackte Fliege, ne? Sie legt's drauf an. So, dann gucke ich erstmal, wo gehen wir denn. Oh, okay. Da hätte ich nicht gedacht, dass wir sie ja later so hochziehen können. Das ist okay. Dann können wir eigentlich Max fast überspringen. Dann können wir eigentlich Max wirklich fast überspringen. Und direkt auf Gok umgilden. Ja. Fragt ja keiner nach. Ich pack trotzdem vorsichtshalber mal einen Punkt in das Dreher. Hauptsächlich, damit er dann 333 Kills hat, weil es schöner aussieht. So. Das läuft soweit. Dann müssen wir nochmal eben sicherheitshalber hier ein bisschen kaufen, damit das nicht so langsam wird. Mehr geht aber erstmal nicht, das ist aber okay. So, wie sieht's hier aus? So, da kaufen wir nämlich einfach mal. Achso, Moment. Ja doch. Nee, ist alles gut. Ich war gerade kurz verwirrt, aber einfach mal nett 163.000 Level dazu. Das ist schon ein bisschen übertrieben. So, Fraxworth kriegt so viel und Baal kriegt auch so viel. So, du kriegst einen, Ubers kriegt zwei, Kronos kriegt zwei, Dora kriegt einen, Fortuna kriegt einen, Juggernaut kriegt ein paar mehr, Kumawakamaru kriegt zwei. Kumawakamaru, ich weiß nicht, das ist so ein, der könnte halt auch Fußballnationalspieler sein in keine Ahnung wo. Also an sich überall, aber das ist so, ich weiß nicht, das ist total ein Name, von dem ich erwarte, dass der irgendwo hinten auf einem Trikot steht. So, gucken wir mal, wir sind bei 2344. Ja, 3851. Quick Ascension Wert dezent gestiegen. Der Song erinnert mich total an Turtles irgendwie. Oh, hat das nicht funktioniert? War das zu viel? Das hat nicht geklappt, ne? Sind wir. Oh, weil ich das auch in Sialata stecken wollte, nicht in Morgulis. Das hat niemand gesehen. Das ist nie passiert. Nein, nein. Ihr. Das ist nicht die Clicker Heroes Folge, die ihr sucht. Nichtsdestotrotz müssten wir eigentlich. Okay. Naja, okay, es ist wahrscheinlich einfach gerundet und der passt schon. Alright. Moment, wenn das 11 sind, dann sind das 10, 9, 8. Aber 8 können wir uns schon nicht mehr leisten, ne? Nee, okay. Eigentlich müsste ich ihn auf 1,24 haben, aber das ist wahrscheinlich im Calculator auch einfach aufgerundet, von daher. Weil mehr Stellen hat das Ding im Calculator ja nicht, von daher. Judy, das passt soweit. Das ist soweit hübsch. Dann können wir. Also ich löse jetzt zumindest das hier mal ein. Wow. Ganz fantastisch. So, was kommt hier sonst noch? Da kommen 11 bis 12 Rubine. Natürlich immer vorausgesetzt, die überleben. Da kommen 11 Relikte. Tja. Jetzt oder nicht jetzt? Also wenn er am Ende der Ascension. Wenn er am Ende der Ascension, weil wir da unsere HZE für diese Transcension eben nochmal erhöht haben und damit dann auch nochmal das erhöhen. Also den Wert von der Quick Ascension. Aber. Ich
Ja, jetzt oder später. Jetzt oder später. Also diese oder spätere Ascension, das ist die Frage. Ich möchte glauben, dass es keinen Unterschied macht, aber... Ah nein, wir gucken erstmal in die Statistik. 50 Tage. Geht. Gott, was war das denn? Krass, die letzte Transcension ist erst 7 Tage her. Dabei konnte ich doch davon irgendwie fast 4 Tage nicht spielen. Okay. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Dachte, da wäre schon mehr Zeit vergangen als eine Woche, aber nun gut. Die war echt ein bisschen seltsam, aber naja. Wird schon passen. Das Spiel weiß schon, wie es zählt. Was mir gerade noch einfällt, auf Steam ist jetzt so ein Clicker-Game aufgepoppt namens Ragnarök Clicker oder so. Ich glaube, irgendwie sowas in die Richtung. Das ist grundsätzlich einfach Clicker Heroes ohne Transcension, also Patch 0.26, glaube ich. Reskinned, also mit Ragnarök Online-Grafiken. Ist halt auch von den Leuten, die Clicker Heroes rausgebracht haben, also ist auch von Playsaurus. Ist nicht wie Insanity Clicker, so, oh, hat da irgendwie jemand den Code geleached? Oder ist einfach stumpf nachprogrammiert? Ich bin mir nicht sicher. Nein, also das ist quasi ein ganz offizieller von den Clicker Heroes Entwicklern rausgebrachter Reskin. Ich weiß gar nicht, ich denke mal, die also Publisher ist in der Tat der gleiche Publisher wie bei Ragnarök Online. Ich denke mal, die werden gesagt haben, so, hey, wir hätten ganz gern irgendwie ein Clicker-Game mit den Grafiken. Oder beziehungsweise im Ragnarök Online-Gewand, könnt ihr da was machen? Und dann haben die wahrscheinlich gesagt, ja, dann nehmen wir halt einfach die alte Patch-Version. Das ist am einfachsten. Und ändern nur die Grafiken. Wobei sie im Überlegen sind, da in der Tat noch ein paar eigene Elemente einzufügen. Also, weil im Moment ist es jetzt halt ein total alter Hut. Deswegen werde ich es auch nicht anspielen, weil es halt letztendlich einfach Clicker Heroes mit anderen Bildchen ist. Und zwar exakt. Und das noch komplett ohne Transcension. Also ist ja, nee. Kann man sich prinzipiell schenken, glaube ich. Mache ich hier einen Cut? Ich glaube ja. Gerade sonst auch nichts Dramatisches mehr zu erzählen. Von daher bietet sich das, glaube ich, an. Kann man mal machen. Ja. Ja, von daher, wir sehen uns gleich wieder. Da hängt ja noch so ein Zettel vor der Kamera. Ist ja nicht so praktisch. Moment. Geht doch. Da habe ich gedacht, ich habe vorweg mal irgendwie alles auf dem Schirm gehabt, aber nein, natürlich nicht. Wenigstens nicht an der Ecke riechen. So, Ascenden für 1,3 bla E12. Jawohl, bitte, danke, sehr schön. Ich habe noch was vergessen. Bedauerlich. Warum habe ich denn... Ach Mist, ich habe... ich spielte... Warum habe ich denn jetzt Low Quality drin? Will ich mich verarschen? Also irgendwas ist hier seltsam. Ich habe halt zwischendurch auf dem Laptop gespielt, weil ich nicht zu Hause war und das aber zu dem Zeitpunkt war, wo quasi die Folge erschien mit wegen, hey, ihr könnt jetzt alle in diesen Clan, und da dachte ich mir, nehme ich mal den Laptop mit, damit die Leute, die beim Clan anfragen, jetzt nicht irgendwie einen halben Tag warten müssen. Warum klicke ich eigentlich die ganze Zeit? Das ist total dumm. Aber ist okay, ist ja Clicker Heroes. Ich klicke mich jetzt einfach mit E10 Schaden. Mal gucken, wie weit wir kommen. Nein, Quatsch. Ich habe gar keinen Bock, die ganze Zeit zu klicken. Ich wurde gefragt, wie weit ich mit einem Level Tree Beast komme. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ist eine Option. Wir gilden auf jeden Fall nicht um. Ich habe die ganzen Guilds schon mal ausgepackt, aber wir bleiben weiter auf Goggidi Goggidi Gog.
Da wollte ich hin und ist da noch? Jawohl, sehr schön. Was? Moment. Ach so. Ach ja. Ein falsches Savegame. Kann sagen so, hä? Warum, wenn ich das jetzt in den Calculator packe, warum kriege ich überhaupt keine Infos, was ich jetzt leveln muss? Aber, ja. Wenn man das falsche Savegame da rein tut, indem man noch nicht ascended hat, dann ist es auch irgendwie klar, dass das nicht funktioniert. So, wir verdoppeln fast nochmal. Also nicht ganz, aber so halbwegs. Hier gehen nochmal irgendwie 300.000 drauf. Zwei da. Achso, Moment. Wenn wir bei 300.000 sind, dann können die natürlich auch da gleich noch mit drauf. Das ist ja immer der gleiche Wert. Genauso wie Baal und Fraxworth immer der gleiche Wert sind. Wo ist er? Da. Jo, Bubos. Einmal. Kronos zweimal. Irgendwie ist das hier auch nur noch Ancient Level Heroes, habe ich das Gefühl. Was anderes mache ich in den Folgen irgendwie gar nicht mehr, oder? Wenn euch das mal auf den Sack geht, sagt Bescheid. Aber irgendwie ist das dadurch, dass ich jetzt halt jede Ascension mitnehme, ist das natürlich zwangsläufig immer mit drin, weil das ist halt so das Erste, was man nach der Ascension macht. Das ist so. Deswegen kommt das da immer irgendwie mit rein. Ich meine, macht auch irgendwie Sinn, damit man halt sieht, wo, ne? Also es war ja auch irgendwie so ein bisschen die Absicht dahinter, damit man eben mitkriegt, was hier Phase ist. Und wie diese ganzen in Häkchen Sprünge zustande kommen. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer ein bisschen träge ist. So, das funktioniert, das funktioniert. Dann haben wir, wow, wir haben voll viel über. Noch richtig viel über. Aber noch richtig viel. 1, 2, 3, 4, 5 Level darauf. 1, 2, 3, 4, 5 Level darauf. Das macht sich doch gar nicht bemerkbar. Können wir da noch 5 kaufen? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, können wir. Habe ich gerade beschlossen, können wir. 1, 2, 4. Das geht. So, Vaegur können wir auch noch was, oder? Ich finde, das ist akzeptabel. Vaegur mal 25. Das finde ich ganz okay. Und dann könnten wir höchstens bei... Wo ist denn... So, das passt. Ich möchte hier gerne die E10 stehen haben. Warum auch immer. Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist eigentlich vollkommen unwichtig. Aber wir lassen den mal auf 23. Ich finde, 23 ist auch eine sehr gute Zahl für Revolve. Das kann man so machen. Ja, 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 ja. Ja, ich war gerade bei in Häkchen Julius und Petra. Also bei den Leuten, mit denen ich das 3x-Hörspiel immer zu Weihnachten mache. Ich komme mit einem Level Treebeast nicht sonderlich weit. Aber auf jeden Fall locker, dass ich mir 100 Level Frostleaf kaufen kann. Ja, also da waren wir gerade und haben ein bisschen über das nächste Weihnachtshörspiel philosophiert. Und ja, was heißt drüber philosophiert? Wir haben uns schon so ein bisschen den Rahmen gesteckt, was storytechnisch passieren soll. Und ich kann euch jetzt schon sagen, Alter, wird das verschwurbelt. Alter, wird das durch. Warum habe ich da 300 Level gekauft? Das war keine Absicht. Nee, das wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wirsch. Noch wirscher als sonst immer schon. Ich glaube, das wird beim Aufnehmen auch einfach anstrengend fürs Gehirn. Aber gucken wir mal. Ich bin sehr gespannt drauf. Mal gucken, was wir uns dann da wieder zurecht frimmeln. So, das läuft auch. Ist eigentlich auf Reddit irgendwas Spannendes los? Ich habe voll lange nicht mehr in den Clicker Hero Subreddit geguckt. Ja, that surely is a confusing relic. Ach Gott, schon wieder Leute, die ein verbuggtes Morghulis-Relikt haben, was dann halt 0% Bonus gibt. Das haben wir jetzt auch schon gefühlt 10 Mal in einem Subreddit gehabt. Meh. Post zu Ragnarök-Clicker. Okay, das war zu erwarten. Alabaster's Boots? Was?
Ich bitte, okay, nein, das Subreddit ist einfach nur wirsch. Ich möchte da einfach. Nein, ich weiß, warum ich da nicht reingeguckt habe. Aus Gründen, aus guten Gründen, offensichtlich. Ja, sonst. Nein, tut mir leid, Reddit kann einfach gehen. Adieu, Reddit. Tja. Ja, irgendwie ist jetzt auch gerade. Ich glaube, ich nehme es doch einfach jetzt mit, oder? Was kriegen wir jetzt für eine Quick Ascension? Das wären dann ungefähr 2,7 E12. Circa. Ja, scheiße, wir machen das jetzt, oder? Ja. Oh, 2,9 E12 sogar. Nice. Ja, hätte ich mir eigentlich auch ausrechnen können. Da war, dachte ich, schätze das erstmal grob, aber das macht. Ja. Ja. Ja, sweet. Kriegen wir die jetzt hier schon drauf? Nein, die kriegen wir erst bei der Ascension dazu, ne? Ja, okay. Aber dann kriegen wir. Oh, mit ein bisschen Glück. Kommt drauf an, wie viele Hero Souls wir jetzt so zusammenkriegen. Da könnten wir locker auf 4 E12 kommen. Da könnten wir fast 2 Ancient Souls für kriegen. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Und ansonsten, ich glaube, wir lassen das hier erstmal gerade wieder, oder? Ah, stimmt, ich hatte ja eh schon, ich hatte ja auch eh, es ist ja wieder eine Hälfte-Hälfte-Folge, so und so, das hatte ich schon wieder völlig vergessen. Das ist, diese Menge an Ascensions wirft mich einfach ein bisschen durch. Ich denke, wenn ich die nächsten beiden Folgen machen wir wieder im Livestream, können wir definitiv mal wieder machen. Ich muss dir noch ankündigen. Jetzt ist Donnerstagabend. Ja, ich sollte den mal ankündigen. Dazu sollte ich mir überlegen, wann ich ihn mache. Ja, ich glaube, ich arbeite jetzt mal direkt an der Ankündigung. Das wäre, glaube ich, eine vernünftige Sache. Von daher, danke fürs Zugucken. Einen angenehmen Tag wünsche ich noch. Und bis zur nächsten Folge oder bis zum Livestream oder bis wann auch immer. Macht es gut, haut rein und tschüss.